Was ist die Effektivverzinsung bei Krediten und Anleihen? Das ist ein Wort, was in zwei Bereichen, die ähnlich sind, eine Bedeutung hat. Man kennt es vor allem auch zum Beispiel bei Verbraucherkrediten oder Immobilienkrediten. Und da gibt es die nominelle Verzinsung und die Effektivverzinsung. Ist eigentlich ganz einfach. Da sind dann einfach noch die Bearbeitungsgebühren mit reingerechnet. Das ist einfach was, damit die Konsumenten sehen, wie viel Zinsen muss ich denn wirklich für diesen Kredit zahlen. Da früher dort es immer irgendwelche Sachen noch im Kleingedruckten gab und inzwischen müssen die Banken da alles angeben. Für Investoren wichtiger ist wahrscheinlich, dass bei Anleihen die Effektivverzinsung die Verzinsung zum Kaufzeitpunkt bedeutet. Ja? Weil Anleihen können ja auch im Kurs schwanken. Ne? Ich kann eine Anleihe, die einen Nominalwert von 100 Euro hat, die kann mal 110 oder 95 Euro wert sein oder Prozent. Und das hängt davon ab, wie sich das allgemeine Zinsniveau in der Zeit verändert hat, aber halt auch die Kreditwürdigkeit des Emittenten. Ja, wenn es ein Unternehmen ist und wenn die Zukunftsaussichten von dem Unternehmen sich verschlechtern, dann gehen die Zinsen hoch. Die Formel ist eigentlich ganz einfach hier bei der Effektivverzinsung. Das ist in der dritten Zeile, ist die Zinsen mal 100 durch den aktuellen Kurswert. Und wir sehen, wenn die Anleihenpreise nach oben steigen in diesem Beispiel. Hier ist ein Kurswert von 110 Euro eingetragen. Dann rechne ich 5% mal 100 sind 500. Und wenn ich das durch 110 teile, dann bekomme ich eine Effektivverzinsung von 4,54%. Obwohl ich nominell eine Anleihe kaufe, die 5% Zinsen mir gibt, habe ich nur eine Effektivverzinsung von 4,5%. Da die Anleihe im Kurs gestiegen ist und hängt natürlich dann immer davon ab, wenn man die Anleihe damals schon bei 100 Euro gekauft hat, ist es nicht so schlimm, weil man ja dann die Kursgewinne hat. Wenn man sie aber halt neu kauft, kriegt man einfach weniger Geld zurück.